Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute habe ich was Spezielles für euch, und zwar das 100 Abonnenten Special. Yeah, wer hätte es gedacht? Ich habe es geschafft, 100 Abonnenten. Hätte ich nicht damit gerechnet, hatte ich auch nicht geplant, ehrlich gesagt. Ich habe einfach Freude am ein bisschen Videoschneiden, Aufnehmen. Ich bin sowieso ein Zocker, also hat sich das Ganze sowieso auch ein bisschen angeboten. Und es dient für mich auch ein bisschen als Erinnerung. Das heißt, wenn ich in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren wieder mal ein altes Video angucke von mir, dann muss ich manchmal einfach lachen. Aber naja, egal. Ich würde sagen, wir drehen mal eine Runde, und zwar habe ich was ganz Spezielles dabei. Wie ihr hier seht, kurz gucken. Alright, hier der Wagen. Sehr, sehr krankes Ding, muss ich echt mal sagen, hat über 1000 PS. Und was ja absolut das geilste überhaupt an Teil ist, es ist handgeschaltet. Hört ihr das? Hier, ganz krankes Teil, ihr seht links, den Drehzahlmesser ist verdreht, wieso weiß ich nicht. Rechts die Luftdruckanzeige ist auch verdreht, weiß ich auch nicht warum. Und jetzt guck mal, wie hoch die geht. Okay, natürlich im Stand nicht ganz so hoch, aber achtet euch mal darauf, wie hoch die geht. Nur zu sagen, wie soll ich es sagen, ein normales Auto hat vielleicht 1,2 bar Druck auf dem Turbo, und der hier hat einfach mal 4 oder 4,5. Also ein riesen Turbolader. Und ihr werdet gleich sehen, was das bedeutet. Echt krank, das Teil. Ich dachte mir, für das 100 Abonnenten Special kann ich schon mal, hoppala, was Krankes rausholen. Wenn ihr es seht, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bin hier schon wieder voll im Element. Hier die Kurven einigermaßen zu kriegen mit diesem Biest. Sehr schön. Übrigens, wenn euch die Wheelcam gefällt, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Oder nee, wartet, bis das Video vorbei ist. Und dann könnt ihr los abonnieren. So, einfach mal schnell hier auf 250 beschleunigen. Ihr hört das Zischen vom Turbo im Hintergrund. Das Teil ist einfach nur krank schnell. Könnt ihr das Getriebe noch ein bisschen länger machen? Denn hier sind wir schon am Limit angekommen. Ich finde es einfach so geil, dass er handgeschalten ist. Kann man so richtig geil hier die Gänge durchjagen. Weil irgendwie diese Wippenschaltung gefällt mir irgendwie nicht. Und ich habe den Wagen heute das erste Mal ausprobiert. Hoppala, shit, shit, nein! Okay, der Wagen ist noch ganz. Yeah. Okay, was wollte ich sagen? Ich habe den Wagen heute das erste Mal ausprobiert. Wieso, weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Weil ich bin eigentlich nicht so der Freund von Formel 1 Wagen und so. Wegen der WIP-Schaltung. Und dann bin ich per Zufall auf das Ding hier gestoßen, als ich gesehen habe, dass der über 1000 PS hat. Dann dachte ich mir, schnappst du dir denn mal und prügelst den über den Nürburgring. Und als ich dann drin saß und merkte, dass er Handschaltung hatte, yeah, ich hatte eine scheiß Freude. War so ein richtig geil schnelles, so wirklich schnelles Auto mit Handschaltung, ist einfach schon selten heutzutage. Oh shit, oh shit, oh shit. Boom. Das war's mit dem Frontspoiler. Naja. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Weiter geht's. Einfach wenn der Turbo kommt. Dann. Oh shit. Oh fuck. Das habe ich gemeint.
war. Muss ich ein bisschen konzentrieren, ein bisschen vorsichtiger waren hier. Und ich denke, wir müssen noch eine zweite Runde fahren. Weil das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Ich will ja schließlich eine richtig gute Zeit haben am Schluss. Geil, wie er sich manchmal verschluckt. Ich bin jetzt hier permanent, stehe ich auf dem Gas im sechsten Gang. Geil! Die Kurve rumgeflogen. Der Wagen ist echt geil. Er ist. Oh, 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 oh. Nee, shit! Okay, der Heckspoiler ist auch weg. Glück habe ich den Schaden ausgeschaut. Muss sein, so wie ich fahre. Ja, Arschlochkurve geschafft. Ich bin extra nicht unten rumgefahren. Weil der Wagen eh nur aufsetzt. Und dann dreht es mich am Schluss noch und das ist scheiße. Oh shit, oh shit. Nee, nee, nee. Alright. Ja, jetzt wird's crazy. Driften mit dem Formel 1 Wagen. Das ist echt so verdammt schnell. Ich muss mich echt konzentrieren hier, um diese Kurven einigermaßen hinzubekommen. Wenn ich die ganze Zeit laber, habe ich das Gefühl, fahre ich sofort in die nächste Wand rein. Extrem aufpassen bei dem Turbo, extrem. Wenn der einsetzt, dann kann man richtig spüren, wie das Heck nach vorne kommt und das bei 200. Oh shit. Wenn ihr wisst, was ich meine. Yep, das meine ich. Und extrem schnell sein im Gegenlenken. Sonst sieht das scheiße aus. Okay. Und im dritten Gang. Ah, seht ihr, wie der anhängt? Unten und. Ich hab's doch gewusst. Auch wenn man auf die Curbs fährt mit diesem Wagen und der aufsetzt unten, dann, ja. Wirft es einen quer durch den Raum. Okay, das geht eindeutig schneller. Aber gucken wir mal, was wir für eine krasse Zeit gefahren haben. Okay, das zählt jetzt natürlich nicht, weil ich noch eine Ewigkeit geredet habe am Anfang. Oh mein Gott, seht ihr das Lenkrad? Das ist richtig. Oh shit. Das ist richtig festhalten. Das Teil hüpft umher. Like a motherfucker, wie andere sagen würden. 282. Mal gucken. Oh, schon ganz schön schnell. Jetzt nicht noch kurz durchdrehen hier. Okay, 10 Minuten 10. Wie gesagt, ich habe viel geredet. So, jetzt Leute, ein bisschen konzentrieren hier und dann holen wir. Ich würde sagen, die 7-Minuten-Marke sollten wir schon knacken, ne? Der Wagen hier ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Formel 1-Wagen. Den könnte man noch einiges schneller um die Kurven heizen. Aber für so ein älterer Supersportwagen geht er schon ganz geil nach vorne.
Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Vielleicht haben die einfach eine Kurve genommen. Ja, damaliger Superwagen und haben einfach mal einen riesen Turbo raufgebaut. Ja, genau so fühlt es sich nämlich an. Der Wagen ist eigentlich nichts Spezielles, bis der Turbo kommt und dann geht die Welt unter. So, ein bisschen aufgesetzt. Den zweiten Gang probieren hier. Ja, es ist einfach nicht normal, wie der nach vorne geht, ne? Shit. Oh, shit. Oh mein Gott. So, alright. Danke. Diese Runde hier ist eindeutig schneller werden, so konzentriert wie ich bin. Aber ist auch ganz, ist auch mal ganz geil für euch, damit ihr einfach mal den Motor hört, denn der klingt schon verdammt nochmal geil. Rechts unten seht ihr übrigens noch den Gang, die Geschwindigkeit, das übliche und auch wie ich meine Pedale bediene. Der grüne Balken ist das Gaspedal, der blaue Balken die Kupplung und der rote natürlich die Bremse. So, einiges besser als vorhin. Ja, bevor der Turbo kommt, ist der Wagen nicht wirklich schnell. Ich habe auch so einen Turbo auf meinem Wagen. Dann hat der plötzlich nicht mehr 150, sondern 300 P. Fuck that shit. 300 PS. Und ja. So. Nee, fuck that shit. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Zeit aufholen. Mal hier Vollgas durchheizen. So muss das sein. Oh shit, ich sollte nicht auf die Minimap gucken, wenn eine Karte kommt. Oh shit, nee, das war's jetzt mit der Zeit. Ich rette den Shit. Ich rette den Shit. Ich rette den Shit. Verdammt, vorher bin ich hier. Ah, fuck. Okay, das war's mit der Zeit. Hey, was ist denn jetzt los, Mann? Ah, die Räder sind dreckig. Shit, Leute, zieht euch das mal rein. Okay, die Räder sind wieder gut. Jetzt wieder die Arschlochkurve. Gehen wir natürlich wieder oben rum. Wie ihr sich gehört. Das Lenkrad übrigens 1:1, wie ihr seht. Meines und das im Spiel. Wie immer, auf 900 Grad natürlich. Und ja, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder irgendwas, was ich noch verbessern könnte mit meinen Videos oder an meinem Fahrstil oder mit der Cam oder was auch immer, schreibt es in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Und wenn nicht, lasst es bleiben. Wieder total unkonzentriert. Ihr denkt sicher, oh Mann, was fährt der für eine Scheiße zusammen? Oh, hoppala, oh, hoppala, shit, Alter. Okay. Yeah, 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 yeah. Dritten Gang hier. Fuck, die Curbs. Links, rechts. Sollte nicht wirklich mal. Guckt euch das an. Sollte wirklich mal mich ein bisschen konzentrieren.
hört. Ihr müsst wirklich mal auf den Turbo hören, auf den Motor. So ein verdammt krankes Teil. Hört euch das an. Ich liebe diesen Shit. Oh mein Gott. Yeah. Alright, Leute. Bringen wir das heim. Und ich würde sagen, 7 Minuten. Nee, wir hatten einen Crash. Trotzdem, 7 Minuten. Ich muss unbedingt das Getriebe länger einstellen. Hier könnte ich über 300, 350, 390, was weiß ich. So, letzte Passage. Rückschalten. Letzte Kurve ein bisschen im Drift nehmen hier. Wie es sich gehört. Und 7,19. Naja. Was soll man da sagen? Okay, Leute, das wär's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Wagen ist irgendwie kaputt, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt was in die Kommentare. Wenn ihr noch ein anderes cooles Fahrzeug für mich habt, das ihr gerne sehen wollt, ja, schreibt es auch in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen. Wenn nicht, lasst es bleiben. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin Jay und... Boom! Was wollte ich sagen? Daumen, yeah. Bis dann. Ciao. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben. Abonnieren drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, von daher bis zum nächsten Mal und ciao! Ah.